Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Wer schon ein Balkonkraftwerk hat oder sich überlegt, eines zuzulegen, mit dem Teil hier könnt ihr einen Ertrag teilweise verdoppeln. Wir reden hier von über 5000 Euro über die Laufzeit, was man hier quasi mehr rausholen kann. Denn dafür hat die Firma Anker die Solarbank Solix E1600 entwickelt. Ein Speicher mit 1600 Wattstunden mit 6000 Ladezyklen. Richtig cool. Und ob das Ding das bringt, was es in der Werbung verspricht oder nicht, das schauen wir uns heute an. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's! Fahrt mal das richtig Coole für alle, es ist wirklich total einfach. Da kommen hier deine Solarpanels an, das sind normale MC4-Stecker, die steckst quasi hier ein und mit den mitgelieferten Kabel, die dabei sind, steckst dann einfach dein Wechselrichter ein. Geht für 99% aller Balkonkraftwerke, von dem her natürlich eine geile Sache, muss ich sagen. Warum überhaupt so ein Speicher für Balkonkraftwerk, was bringt denn das? Das Problem dabei ist folgendes, dass die meisten von uns bereits einen neuen Wechselrichter drin haben, der eben nicht mehr rückwärts zählt. Das heißt, angenommen, unser Solarpanel bringt jetzt gerade 600 Watt, aber ihr seid untertags gar nicht daheim und ihr verbraucht nur 100 Watt, ja, dann freut sich euer Stromanbieter, denn die restlichen 500 Watt schenkt ihr dem. Die kriegt ihr nicht extra. Der große Nachteil am Balkonkraftwerk derzeit. Und den kann man einfach umgehen, indem man sagt, okay, diese 500 Watt, die ich nicht brauche, die speichere ich hier in diesen Speicher rein. Und am Abend, wenn die Sonne nicht mehr scheint, ich habe Stromverbrauch, dann lasse ich mir das wieder raus da. Und das kann man mit der Solarbank super steuern, denn da gibt es eine App, wo man genau einstellen kann, von 18 Uhr bis 19 Uhr soll die 400 Watt liefern, von 19 Uhr bis 20 Uhr soll die 200 Watt liefern. So Leute, natürlich findet ihr den Link zur Powerbank unten in der Videobeschreibung mit alle Rabatte, die ihr direkt bei Anker kaufen könnt. Super Geschichte, muss ich sagen, mit denen ihr Rabatte schlagt zu, wer das Geld noch übrig hat, denn der Strom wäre nicht billiger. Insofern können wir hier tatsächlich Geld sparen. Wenn ihr dann das ganze System erweitert, so meine Solarbank, dann habe ich die natürlich auch drin. Ihr seht, die hat jetzt gerade 35 Grad, weil ich habe gerade in der Sonne stehen gehabt. Die hat 43% ist er vollgeladen. Ihr werdet momentan mit 307 Watt aufgeladen und 650 Watt kommen rein. Und das Ganze kann ich dann im Heimsystem einstellen und kann zum Beispiel jetzt sagen, okay, Einstellung der Familienladung. Ihr seht es, wenn ich hier draufklicke, von 0 Uhr bis 6:30 Uhr 100 Watt einfach, damit nur das, was wirklich verbraucht wird, auch genutzt wird, weil alles, was ich darüber hinaus ins Netz einspeichere, verschenke ich ja momentan, wenn ich keinen Zähler habe, der rückwärts geht. Dann 6:30 bis 16 Uhr, meine Eltern haben immer daheim, die steht jetzt gerade bei meinen Eltern, 310, 320 bis 22:30 und dann soll es runtergehen auf 200 Watt. Und ihr seht, eingestellt 310 Watt, 311 Watt gehen jetzt gerade ins Haus und der Rest wird einfach in der Powerbank gespeichert. Insofern cool, funktioniert per WLAN, funktioniert per Bluetooth. Also wer kein WLAN in der Nähe hat, kann das auch mit Bluetooth machen. Wer natürlich WLAN hat, es macht richtig Spaß, habe ich mittlerweile festgestellt. Ich habe von daheim quasi jetzt geschaut, wie funktioniert das Balkonkraftwerk, weil ich konnte ja jederzeit die Daten frisch abzapfen. Coole Sache. Und somit kann ich quasi, habe ich hier schon, bis zu 24 Stunden Strom aus dem Solarpanel gehabt. Und das ist halt mal richtig geil. Ich würde sagen, Leute, gehen wir in Medias Res, rechnen wir mal aus, was das tatsächlich bringt, an Beispiel mir selber. Und das zeige ich jetzt im Studio. So, einfach mal vom Prinzip her, es ist quasi so, ich hab hier dieses Blaue, ist quasi die Einspeisung aus der Photovoltaikanlage, also aus dem Balkonkraftwerk. Aber ich verbrauche ja untertags gar nicht so viel, weil ich ja nicht daheim bin. Das heißt, diese Differenz, was ich mehr erzeuge, da freut sich mein Stromanbieter drüber, da kriege ich aktuell nichts, wenn ich nicht einen Zähler habe, der rückwärts läuft. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, optimal ist natürlich, wenn ich das hier in einem Speicher reinnehme, der dann quasi in der Nacht, wie hier, bei den zwei gelben, dann dementsprechend Strom liefert, sodass ich 24 Stunden am Tag Strom aus meinem Balkonkraftwerk habe. Das finde ich richtig geil. Ich habe das einfach mal für mich selber berechnet und bin beim reinen Balkonkraftwerk auf ein Ersparnis gekommen von 200 Euro, weil ich ja nicht daheim bin.
Und wenn ich eben quasi diese Solarbank dazwischen schalte, komme ich auf über 400 Euro. Wahrscheinlich sogar noch etwas mehr. Und das heißt, in diese 15 Jahre, die mal mindestens angegeben werden als Lebensdauer von diesem Speicher, spare ich über 3.285 Euro. Das ist jetzt meine Berechnung. Anker selber rechnet hier sogar etwas schlechter. Das reden von einer Ersparnis von 2.670 Euro im Zeitraum von die 15 Jahre, wo diese Powerbank quasi funktionieren soll. Aber das Leid hängt natürlich von jedem persönlich von seiner Nutzung ab und kann bei jedem ein bisschen anders ausschauen. Also den Strom, den ich sonst verschenke, speichere ich und tue ihn in der Nacht wieder ausschenken. Coole Sache. Hier beim Anker Solix ist einiges mit dabei und zwar sehr viel Zubehör, also hier 6 Kabel. Eben die, wo weggehen, dann verdoppeln sich wieder und 4 Verlängerungskabel nochmal extra, sodass man also mehr Platz hat. Und was ganz cool ist, Freunde, das Ding wollte ich schon immer haben. Das ist perfekt für jeden, der MC4-Stecker hat. Damit kann man es aufmachen wieder zu. Super Sache. Geil, wollte ich schon lange mal kaufen. So Leute, was hat jetzt diese Anker Solarbank Solix E1600 denn für Vorteile? Nun ganz klar, ich kann meinen Ertrag von 40% im Schnitt auf bis zu 90% erhöhen, was natürlich eine coole Sache ist für die, die quasi zum Beispiel untertags nicht daheim haben und das so nicht nutzen können aktuell. Er hat natürlich 6000 Ladezyklen, das ist das Doppelte von den meisten anderen Batterien. Das ist natürlich super, das ist perfekt, weil das Ding wird ja jeden Tag entladen und wieder geladen oder zumindest zum Großteil. Je nachdem, wie man es macht. Von der Speicherkapazität her passt, habe ich ja getestet. Also wir haben sogar etwas besser als die 15%, die hier noch auf der App immer zum Schluss stehen bleiben. Wir haben 10 Jahre Garantie auf einen Speicher. Auf einen Speicher, Freunde, das ist richtig. Und Anker gibt die Lebensdauer mit mindestens 15 Jahren an. Das ist natürlich super, weil gerade bei sowas möchte ich ja möglichst lange Lebensdauer haben. Das ganze Ding ist natürlich wasserdicht IP67, das heißt, ich kann es quasi mit Wasser anspritzen. Ich kann ins Wasser legen, sollte es jetzt nicht unbedingt. Das Einzige, was er nicht macht, so wie jetzt direkte Sonnenbestrahlung, da wäre er warm und dann muss halt der Lüfter die ganze Zeit laufen und der braucht ja auch wieder Strom. Was sehr cool ist, dass er mit ungefähr 99% aller Balkonkraftwerke funktioniert, weil sie einfach einen MC4-Stecker haben. Wenn sie andere Stecker habt, es gibt fast immer Adapter auf MC4 für fast alles. Von dem her natürlich eine sehr coole Sache. Was übrigens auch noch sehr cool ist, dass ich hier quasi den auf 3,2 Kilowattstunden erweitern kann, indem ich einfach ein zweites dazustelle, das hier wieder Plug and Play mit anstecke, die App dazu und dann regelt die App alles automatisch. Die App ist natürlich auch richtig cool, dass ich dort einstellen kann, um 6 Uhr brauche ich den Strom, um 9 Uhr brauche ich den Strom, um 21 Uhr brauche ich den Strom. Das macht es natürlich super, so kann ich das wirklich an meinen tatsächlichen Bedarf anpassen und muss meinem Netzbetreiber keinen Strom mehr schenken. Was auch sehr cool ist, dass er eben hier 2 Anschlüsse hat für MC4, also das heißt, ich kann 2 Solarpanels anschließen. Das macht ihn natürlich auch interessanter, weil die meisten haben ja nicht nur ein Panel, sondern haben 2 Panels logischerweise dran. Dann ist er natürlich schon auf die neue gesetzliche Regelung ausgelegt, das heißt, er hat 800 Watt Output. Das ist natürlich auch super, ist also zukunftsfähig. Das Ding ist robust. Es ist schwer, ja, aber man muss es ja nur einmal tragen. Insofern ist die nicht so schlimm. Es ist langlebig, es hat eine ewig lange Garantie, es hat gute Speicher. Insofern muss ich sagen, wer Balkonkraftwerk hat oder sich überlegt, eins zuzulegen, nehmt so ein Ding mit, Leute. Von mir definitiv eine klare Kaufempfehlung. Denn das heißt, es ist in relativ kurzer Zeit wieder reingeholt und dann kann ich quasi in Zukunft weitersparen und habe halt rund um die Uhr Strom. Also liebe Leute, von mir definitiv für den Preis, vor allem jetzt mit dem Rabatt, den es momentan noch gibt, aber leider nicht lange, müsst also möglichst schnell schauen, kann ich definitiv sagen, klare Kaufempfehlung von mir. Deswegen sage ich, bis zum nächsten Video, liebe Leute, Servus, pfiat euch!